Hier wird so viel Munition gerade geworfen, ich befürchte Schlimmeres. Vor allem ist das hier eine Sackgasse. Ach so, ja, das könnte natürlich sein mit dem Wind. Trust in Light. War mir fast klar. Mit dem Auge, nee, mit dem Auge habe ich die eine Tür geöffnet. Oh, der Gang geht jetzt nach draußen. Okay. Warum habe ich kein Licht? Okay, ich hab Licht. Guck mal, die haben hier die Latrine geleert. Oh, guck mal, ein Exoskelett. Da klebt überall getrocknetes Blut dran. Lecker. Das ist eine Darmentleerung. Ich glaube, das ist der Keller, ne? Ja, das Schlimme ist, wenn der Charakter selber entscheidet, wann ihm zu dunkel ist. Ich hätte gerne öfter das Licht an. Oh, schöne Masken. Guck mal, mit Schweineohren. Ja, und für die, die unruhig sind beim Sitzen... Okay, es gibt zumindest Spritzen. Wahrscheinlich ist ja auch irgendwo ein bisschen Desinfektionsmittel und Zeugs, ne? Ich würde das nicht nur mit einem 1000 Watt Busstrahler. Der hat ein explizites Gesicht. Ich glaube nicht, aber ich kann noch mal gucken. Nee, das Gesicht ist, weil da Schrauben drin sind. Augenschrauben. Hier steckt man dann irgendwie eine Feile in den Mund und hier, keine Ahnung, das zum Schnüffeln hier. Damit er sich nicht wehren kann. Und irgendwelche Sachen riechen muss. Okay, die ist auch leer. Okay. Das gefällt mir nicht. Zumal ich auch schon lange nicht speichern konnte. Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Louis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Ich will ja eigentlich nur raus. Guck doch, das ist schon aus dem Schloss raus. Ich hab's gehört.
Kann ich nicht hier drin bleiben? So, dann sollte ich erstmal nicht so viel Pistolenmunition dann erstellen. Bam, Metallreste. Sind es schon zwei? Einer kommt noch. Hier bin ich. Kuckuck. Okay, wenn man ein bisschen vorgewarnt ist, dann geht das alles. Ich versuche die ganze Zeit Geräusche zu lokalisieren. Oh, dieses Bauchgefühl. Eine Rohrbombe. Ich komme hier nicht drunter durch. Ruhig Blut, ruhig Blut. Ey, die Geräuschkulisse ist echt eklig. Ingrids Halskette. Ich hab hier Kopfhörer, das kommt noch dazu. Ich kann ja nicht das ganze Haus zusammenschreien mit den Geräuschen. Ich häng fest. Ich will auch hier Munition sparen, ja. Und versuche einigermaßen zu zielen immer. Da ist bestimmt einer rausgekrochen gekommen. Hier ist doch ganz viel Frischluft, oder? Okay, also die Frischluft ist, glaube ich, egal, zumindest bei denen hier.
So viel, ja, dazu. Munition ist komplett verschleißt hier. Aber das Speichern passiert jetzt wirklich nur an den Schreibmaschinen, oder ist die Schreibmaschine nur das manuelle Speichern, ne? Dass man einen definitiven Abschluss hat, weil das wäre dann doch ein bisschen fies hier. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jetzt hier sterben. Ja, die Komtesse wäre eine andere Liga sein. Also dass er wenigstens zwischendurch speichert, wenn ich jetzt sterbe, dass ich da wenigstens ein bisschen, ne, vorher. Also es gibt Checkpoints. Gut, das meinte ich. Oder hatte ich gemeint. So, hier geht's wieder zurück. Ist auch so eine Art Labyrinth. Da brauche ich eine Art Schlüssel. Okay. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Oh, Scheiße. Shit. Nein. Ich will Blut. Warmes, feuchtes, rotes. Ich aber Blut. Nicht. Wo? Starkes männliches Blut. So verlockend. Mm-mm. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mach auf die Tür! Wo bist du denn hin, kleiner Mann? Ich will. Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt! Was? Mein Körper zerfällt! Ja! Ich glaube. Die sind kälteempfindlich. Die sind kälteempfindlich. Das ist das Problem. Die sind kälteempfindlich. Da hatte ich aber gerade, puh, die Puppe. So, das heißt, ich sehe mich jetzt hier natürlich erstmal richtig um, ne? Haben sie alles die Wände zugemacht? Eine von vier erledigt. Mal gucken. Aber einen Schlüssel haben wir nicht gekriegt, ne? Für den einen Raum hier. Für den da. Lass mich raten, muss ich irgendwann später muss ich hier hin. Wahrscheinlich, da ist ein Sarg. Wahrscheinlich liegt da Mutter drin oder so. Aber wahrscheinlich auch richtig geschalten, ne? Dadurch, dass wir sie erstmal weglocken mussten, damit wir hier drum rumlaufen können. Affekthandlung. Du sollst doch auch Zähne putzen vor dem Monitor. Ja, du hast sie leider verpasst, aber ich hatte, glaube ich, die richtige Affekthandlung. Aber es war seltsam. Okay, also sie sind auf alle Fälle kälteempfindlich. Nicht Wind oder sonst, sie sind kälteempfindlich.
Gerardo, nicht Lilifee. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt wieder auf dem Gelände in der Küche angekommen. Okay. Danke, danke. Das sind so die Momente, wo ich weiß, dass ich immer weniger, viel, viel weniger Wurst und Fleisch esse. Also ich esse ja schon verdammt wenig. Aber das sind so Sachen, ja. Zum Beispiel das Gestri, war es gestern? Ja, wo ich so spät war, ne? Das Gestri Grillen. Das war bis auf, ich glaube, 5 selbstgemachte Frikadellen, Buletten, ne? War es dann haufenweise, aus Linsen und Co., so eine vegetarischen Patties, die wir gemacht haben, und haufenweise eingelegte und vollgepackte Paprika und Gemüse und hast du nicht gesehen. Und das war so lecker. Ja. Vor allem war man dann satt. Was ist das hier? Die Weinflasche. Bisschen eisern, ne? Sanguis, ja, okay. Ja, seltsamerweise, der Knoblauch, ist der entweder zum Schutz da gewesen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das Vampire sind. Das ist irgendwas anderes, was hier ist. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einen Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Das außerdem. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, das bisschen Wurst und Fleisch, was wir... Achso, doch, Hühnchen hatten wir noch. Aber ich esse es halt nicht. Aber eben halt nur Hühnchen, Brustfilet. Wir holen, wenn, dann eben halt vom regionalen Fleischer. Schon allein wegen diesem ganzen Verpackungsmüll. Ja, diese ganzen gelben Tonnen oder gelben Säcke, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, deswegen, da ist Knofi. Aber ich glaube eben halt nicht, dass es Vampire sind, weil sonst, ne? Also zumindest die typischen Vampire aus den Büchern. Tja, könnte man leicht knacken. Wir haben aber nichts zum Knacken. Ein Rückstoßkompensator für die Lemi. Mhm. Mit Spezialzubehör können Sie im Tab-Inventar Ihre Waffen aufrüsten. Spezialzubehör erhöht die Feuerkraft beträchtlich. Die hätten wir jetzt wahrscheinlich sonst kaufen müssen, ne? Teil ausrüsten und dann hier. Sehr gut. Ein Dietrich. Ein Einmalwerkzeug. Jetzt muss ich mal überlegen, war die Tür unten einfach zu öffnen? Nee, da sollte ich einen Gegenstand auswählen, ne, um das zu öffnen. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Kleinganove, Errungenschaft, na super. Engelstatue aus Holz. Keine Ahnung, ob sich das gelohnt hat. So, wo sind wir jetzt hier? Wir kommen gleich in die Haupthalle wieder und schließen wahrscheinlich die Tür auf, die vorher verschlossen waren. Und dann gehe ich erstmal wieder zum Speichern, ne, ins Kaufmannszimmer. Habe mich schon gewundert, warum das Ding Kaufmannszimmer heißt. Aber vermutlich werde ich gleich wieder eine Überraschung bekommen, weil die sich untereinander irgendwie synchronisieren oder so und dann wissen, dass sie tot ist. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel, da gehe ich gar nicht erst ran. Die rote Räume sind noch nicht untersucht, richtig. Oder da ist da noch irgendwas.
glaube, das bringt was, wenn man das machen kann. Was bedeutet denn das Symbol bei dem oberen roten Raum? Das hier? Da ist was zum Aufsperren. Ein Lockpick, also zum, wo wir einen Schlüssel brauchen hier. Na, Diebeswerkzeug. Da ist nämlich auch noch was. Wir haben es jetzt hier an der anderen Stelle verbraten. Hier kommt doch gleich irgendwas. Guck mal, hier ist doch irgendjemand mit Schirm, Charme und Melone. Fluchtartig hat er seine Schuhe verloren. So, da war der Durchgang. Ich geh mal zum Speichern. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Okay, das hat er nur dank unserer Einkäufe geschafft, ne? Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Gucken wir mal. Kristallfragment. Das können wir wieder verkaufen, gehe ich mal von aus, ne? Dann haben wir wieder einen kristallinen Schädel. Überreste einer scharfzahnigen Kreatur. Dann haben wir noch kristallinen Torso. Von einer der Töchter. Und eine Engelstatue. Ingrids Halskette. Eine Kette aus Tierknochen, die das Böse fernhalten soll. Sollte ich die verkaufen? Aber da steht nicht drin, dass man es benutzen soll, ne? Ja, ich denke auch, das mit dem Fenster kaputt machen, wo es geht, sollte ich tun. Ich frage nur sicher. Okay, also alles weg damit. Sehr gut. Dann mache ich das. Wenn der Flo sagt, alles weg damit, dann mache ich das weg. Also. Die Sachen, die wegmachbar sind, ne? Also spricht nicht die Arzneien, aber bei solchen Sachen, hier habe ich es noch gar nicht gemacht, bin ich immer vorsichtig, weil das ist dann so was Spezifisches. Ingrids Halskette, die das Böse fernhalten soll. Wäre es ja gut, wenn sie es kann, ne? Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Naja, ja. So, was hat er denn hier aufgestockt? Ein Zusatzkoffer erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Munition, Waffen ist ausverkauft. Wir könnten Upgrades für erweitertes Mal. Naja, okay. Den Zusatzkoffer, den würde ich mir wahrscheinlich. Ach, okay, danke für den Hinweis, dass es die Dings war. Ich glaube, ich würde den Koffer nehmen. Weil Inventar war. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Inventar ist recht knapp hier unten. Deswegen. Und wir hätten. Aber gerne. Wir hätten gerade das Geld, glaube ich. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat hier. Danke für deine Treue. Also doch, guck mal. Er hat jetzt den Bereich hier unten. Ist okay. Also wir haben mehr Platz. Genau. Bevor sie tragisch dahin siechen, ne? Das Ding wird wahrscheinlich richtig viel geben. Wie sieht's denn jetzt aus? V. Im Schloss nach Rose suchen. Lady Dimitris. Okay. Dazu müssen wir wieder nach oben. Das gefällt mir gar nicht. Und hier hatten wir ja nichts, ne? Nee. Eine Weinflasche als. Okay. Ja, wir hatten Wein, ja. Aber den konnte ich jetzt nicht verkaufen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dem Wein mache. Ehrlich gesagt. Also wir haben. Ach so, vielleicht sollte ich mal
Gucken. Ob ich hier irgendwas finde? Nee, ne? Nö. Ist nicht struff auf dem Bein. Dann gehen wir nochmal wieder die Treppe nach oben in die oberen Gemächer. Gespeichert habe ich ja. Aktuell kann nicht viel passieren, wenn wir sterben. Ich habe ja gespeichert. Aber ich könnte in den Weinraum gehen. Mit dem Wein, den ich habe. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung, verleiht ihrem Wein so ein besonderes reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ja, den haben wir in der Hand. Und ich denke mal, die müssen wir hier hinstellen. In die Karaffe. Hofschlüssel. Der Schlüssel zur Innenhoftür im Speisezimmer. Ah, die Tür, wo wir gerade eben waren, wo wir die Fenster aufgemacht haben. Ist auch so ein unnötiges Ornament hier, ne? Ein Glück, ein Glück. So, wir müssen wieder in den Essensraum, Speisezimmer. Genau, wir müssen hier, da, das ist, wir müssen einfach nur gerade durch. Also, ne, von hier. Soll ich dich rumführen? Nein, bloß nicht. Bloß nicht. Ich war auch immer ganz lieb und artig. Meine Kehle ist so trocken. Meine nicht. Ich keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich bin in der Sackgasse, das ist schlecht. Ich gehe zurück. Und ihr voll in die Arme. Meine auch. Au. Hast du was gesagt? Nee, ich hab nichts gesagt. Alles gut. Aber ich glaube, das musste ich machen, weil ich muss ja hinten die Tür aufmachen, ne? Ich habe sie schon ein bisschen kalt gemacht. Mach auf die Tür. Na komm doch her. Na komm doch her zu Papi. Händler stöhnt wieder. Ich bin einfach nur übervorsichtig. Bin einfach nur hypervorsichtig. Okay.
Also hier draußen dürfte sich keiner... Also von denen jedenfalls. Ne? Okay, wir haben eine Tür links und eine Tür rechts und wahrscheinlich irgendwas geradeaus. Und das irgendwas geradeaus, das ist ein großes Tor. Was nicht existiert. Und du bist das hier. Okay, da geht sie gerade hoch. Lass sie mal hochgehen. Ich gehe mal an die andere Tür. Aber die wird wahrscheinlich sagen, ihr kommt ja nicht rein. Hm, sieht danach aus. Ja. Ja, okay. Aber komischerweise gehen sie hier durch den Innenhof, ne? Aber die ignoriert mich mit Absicht wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das macht die mit Absicht, dass sie mich ignoriert. Es ist 11 Uhr. Erstmal noch nachladen hier. Jawohl, ja. Ich mache ja alles kaputt. Was haben wir denn da für eine Tür? Das kann nur eine Art Abstellkammer. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Nix. Ich habe nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wirklich nicht. Die ist mir einfach in die Schrotflinte gelaufen. Ich glaube, sie hat es jetzt bemerkt, ha? Was da? Achso, das ist die Engelstür hier. Da kommen wir... Ich glaube, ich muss durch die Tür hier, oder? So. Die ist doch da drin in dem Wasser, oder? Ich glaube, das ist ein Blutbad. Hat sie aber ein Blutbad angerichtet. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. So. Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Aber auch ein Blutverschleiß, oder? Habe ich das Gefühl.
geht schon wieder abwärts hier. Weißt du, oben so schick und hier ist wieder so ranzig, vergammelt. Kann ich hier irgendwie... Ja. Und die Lady geht hier mit ihrem Kleid hier so lang? Ich glaub's nicht. Hey, dich kenne ich doch. Weg mit dir. Ach du Scheiße. Nee, das ist Blut, keine Scheiße. Oh Gott. Was, sammeln? Kann man die sammeln? Muss ich mich ducken hier zum Sammeln? Oh, okay. Gut, wusste ich nicht. Irgendwo habe ich schon mal so eine Ziege gesehen, habe ich aber nichts gemacht mit. Ich glaube, die war im Dorf. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder irgendwas. Boah, dieses Bauchkrummeln. Oh, meine Fresse. Ich hab mein Pulsmesser-Uhr nicht an. Alter. Ich bin vor Schreck auf die Q-Taste gekommen. Dann macht er 180 Grad. Ja. Oh, bin ich mir erschrocken. Ich hab's gehört. Müsste ein bisschen mit der Munition haushalten hier, ne? Da scheint eine Sackgasse zu sein. Hier hinter mir ist aber eine Tür. Oder so. Mal gucken. Ja! Nein! Liegen die in der Suppe, ey. Das kann doch nicht Warzenschwein. Ich will das nicht durch. So, vor mir ist angeblich ein blauer Bereich, aber was? Was ist so, dass sie einen so erschrecken oder wie? Ah, hier hätten wir... Hätten wir unterbinden können, okay. Wahrscheinlich muss man das dann auch machen, wenn man... Wenn man gejagt wird oder so, in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Wir spielen ja auf easy, ne? Ja, blau ist fertig, aber warum ist da sowas? So, jetzt haben wir nämlich hier den Weg zugemacht, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Vor allem, woher kommt so viel Blut? Der bewegt sich doch gleich, ne? Okay, der bewegt sich. Normal. Ich hab's gesehen.
Hier kommt gleich was. Wollen wir wetten? Der hat geblubbert unter Wasser. Das war so offensichtlich. Da drüben ist eine Kiste. Da werde ich wahrscheinlich hin müssen. Also schön aufs Wasser achten. Guck mal, hier gibt es Stiefel, falls unsere zu nass geworden sind. Einer ist noch. Ruhe. Nee, ich glaube nicht. Also Luft ist da so eine Sache, die sie nicht so in der Form brauchen. Okay. Aber aktuell kommen wir noch ganz gut durch. Ja, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad. Und wenn man sich auf bestimmte Sachen hier ein bisschen einlässt. Aber trotzdem bin ich hier hyper vorsichtig. Vor allem, die lauern die ganze Zeit. Ich glaube, das stinkt bestialisch da unten. Das wäre vielleicht noch wichtig gewesen, das nochmal vielleicht durch Ethan einen Ausdruck zu verleihen. Ne? Ich will damit nicht fahren. Pass auf, es geht abwärts. Okay, es geht aufwärts. Oh, frische Luft. Vor allem, wir hatten bitte schön so einen, ne? Oh, Kraut. Ah, guck mal, was da ist. Ob da der Duke wieder sitzt? Ja, PS5 mit Geruchsempfang, das wär's. Ein bisschen baufällig, das Haus hier. Wo sind wir denn eigentlich? Im Badehaus. Ach so, wir sind jetzt auf der Rückseite. Ah, verstehe. Was ist hier? Ich höre es klingeln. Du siehst mich nicht. Aber sie haben Telefon. Fließend Blutwasser? Telefon? Mutter Miranda. Sie sieht uns doch. Ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, mit großem Potenzial ein bisschen Farbe drauf, ne? Und dann passt das schon. Oh. Ihr braucht das. Frische Luft ist gesund. Ist die Tür Oh Gott. Will ich hier sein? Ich glaube, ich muss hier sein, ne? Kann ich hier wieder rüber? Kann ich hier rüber? Nein, das ist kaputt.
Und ich war da nicht drinne da drüben. Ach, ich bin ein Idiot. Ich war da nicht drin in dem Raum. Scheiße, ich kann nicht rüber. Warum kann ich da nicht rüber? Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch sei ein Familientreffen, als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Ja, Mutti ist, also was heißt, sie ist ja nicht Mutti. Mutti ist ja die Miranda ist Mutti, ne? Mal gucken. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Ja, Schwiegersohn-Material. Nee, also das bin ich definitiv nicht. Wir haben jetzt einen Schlüssel für ihr Apartment. Der mit einer Blume und zwei Schwertern verziert ist. Das war hier irgendwo, ich weiß. Okay. Oh, da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Ach, du undankbare kleine Kröte! Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Und schon wieder im Keller. Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Ich bin schon wieder im Keller. Und zwar in einem anderen Keller. Oh Gott. Mach doch, du kannst mich mal. Ja, na, komm doch runter, wenn du dich traust. Ich bin schon... Ich hab mich so erschrocken, als die Tür aufging. Du ahnst nichts Schlimmes, ja? Ich hätte mal in die andere Tür... Neuer Tag, neuer Keller. Ja. Ja.